Okay, Some Like It Hot. Das war Nummer 13 bei uns. Neu die Gruppe Power Station. Auf Platz 12 Delirium Mind mit Scotch. Nummer 11 Material Girl Madonna. Nummer 10 bei uns in der internationalen Hitparade Save a Prayer mit Duran Duran. Nummer 9 Flugzeuge im Bauch. Herbert Grönemeyer hat 3 Plätze gewonnen. Phil Collins liegt auf Platz 8 mit One More Night. Nummer 7, You Spin Me Round mit Dead or Alive. Nummer 6, This Is Not America, David Bowie. Fünf, White Boy, Nick Kershaw. 4, Jet Set, Alphaville. Und ganz neu bei uns auf Platz 3, Frankie Goes to Hollywood, Welcome to the Pleasure Dome. Und euch zur Freude habe ich noch einmal die Maxi-Version aufgelegt. Welcome to the Pleasure Dome, Frankie Goes to Hollywood. In song and in dance, I express myself as a member of a higher community. I have forgotten how to walk and speak. I am on the way toward flying into the air, dancing. My very gestures express enchantment. I feel myself a god. Supernatural sounds emanate from me. I walk about enchanted, in ecstasy like the gods I saw walking in my dreams. I am no longer an artist. I have become a work of art. Welcome to the Pleasure Dome. Who
Welcome to the Pleasure Dome, die Maxi-Version Frankie Goes to Hollywood, auf Platz 3, neu bei uns. Auf Platz 2, You're My Heart, You're My Soul mit Modern Talking. Und Nummer 1, Life is Life mit Opus, aber den Titel, den kann ich erst nach den Nachrichten spielen. Und noch was zu Frankie Goes to Hollywood, ich meine am 14.04. wird die Gruppe in Hamburg sein. So, nach den Nachrichten hören wir uns wieder. Bis gleich. Es ist 19 Uhr, wir senden Nachrichten. Mehrere 10.000 Menschen haben heute auf Ostermärschen und Kundgebungen überall im Bundesgebiet für Frieden und Abrüstung demonstriert. Die meisten Teilnehmer wurden zur Eröffnung des Ostermarsches Ruhr in Duisburg gezählt. Die Polizei sprach von 5.000 Menschen. Nach Schätzungen der Veranstalter waren es sogar 8.000. Der designierte saarländische Umweltminister Leinen erklärte dabei, Wissenschaft und Forschung seien noch nie so offen und brutal für militärische Zwecke missbraucht worden, wie jetzt bei den von den USA angekündigten Forschungsarbeiten für Raketenabwehrsysteme im Weltraum. Die Friedensbewegung müsse zur Verhinderung von Weltraumrüstung die Bevölkerung mobilisieren. Das Vorstandsmitglied der Industriegewerkschaft Metall Janssen forderte auf derselben Veranstaltung eine Umverteilung der Rüstungsausgaben zugunsten der Entwicklungshilfe. Nach Auffassung von Bundesinnenminister Zimmermann gerät die Ostermarschbewegung unter den wachsenden Einfluss der deutschen kommunistischen Partei. Zimmermann meinte heute im Süddeutschen Rundfunk, noch nie seien die Themenbestimmung, die Führung und Organisation so eindeutig kommunistisch gestaltet gewesen wie dieses Mal. Der Deutsche Gewerkschaftsbund sorgt sich über den Rückgang seiner Mitgliederzahlen.
In einem Interview des Norddeutschen Rundfunks bezeichnete es der stellvertretende DGB-Vorsitzende Muhr heute daher als notwendig, den Arbeitnehmern, vor allem aber den Jugendlichen, deutlich zu machen, dass die Schutzfunktionen der Gewerkschaften gerade in einer Zeit wirtschaftlicher Rückschläge besonders wichtig seien. Als einen Verrat an dem Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes bezeichnete er Vorschläge von FDP-Generalsekretär Hausmann, Arbeitslose zu Löhnen unter dem Tarif einzustellen. Für eine Neuorientierung der Tarifpolitik als Weg zur Bekämpfung der Erwerbslosigkeit hat sich der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Wissmann eingesetzt. In einer Sendung des Westdeutschen Rundfunks meinte Wissmann heute, Arbeitgeber und Gewerkschafter sollten die Tarifverträge flexibler und weniger verkrustet gestalten. Beiden Seiten sollten bestimmte Grenzen vereinbaren, innerhalb derer die Löhne und Gehälter schwanken könnten. Völlig freie Lohnvereinbarungen lehnte der CDU-Politiker ab. Radikale Vorschläge zur Überwindung der Arbeitslosigkeit hat Professor Norbert Walter vom Kieler Institut für Weltwirtschaft in einem Interview der Bild am Sonntag gemacht. Er trat unter anderem dafür ein, Löhne und Gehälter für mindestens 2 Jahre nicht mehr zu erhöhen. Außerdem setzte er sich für einen drastischen Abbau der Sozialleistungen ein. Nach tagelangen regierungsfeindlichen Demonstrationen hat heute im Sudan die Armee die Macht übernommen und Präsident Numeri in dessen Abwesenheit abgesetzt. Neuer starker Mann in Khartoum ist der Verteidigungsminister und Oberbefehlshaber der Streitkräfte, General El-Dahab. Die Militärs begründeten ihr Eingreifen mit der Lage im Lande, die sich verschlechtere. Sie wollen die Macht innerhalb von 6 Monaten wieder an eine Zivilregierung zurückgeben. Der abgesetzte Präsident Numeri hielt sich zur Zeit des Putsches in Kairo auf. Er hatte dort nach Gesprächen in den USA einen kurzen Zwischenaufenthalt eingelegt. Die von griechischen Ministerpräsidenten Papandreou angestrebte Verfassungsreform hat heute im Athener Parlament ihre erste Hürde genommen. Für die Reform stimmten 182 Abgeordnete der linken Regierungsmehrheit, 100 Parlamentarier der konservativ-liberalen Opposition votierten dagegen. Um in Kraft zu treten, muss der Gesetzentwurf in 1 Monat erneut vom Parlament gebilligt werden. Nach den vorzeitigen Parlamentswahlen, die vermutlich Anfang Juni stattfinden, sind wiederum 2 Abstimmungen notwendig. Ziel der Reform ist es, die weitgehenden Rechte des griechischen Staatspräsidenten einzuschränken und die Stellung des Parlaments zu stärken. Das Wetter, nachts vereinzelt gewitteriger Regen, 8 Grad, morgen heiter bis wolkig, 17 bis 20 Grad, schwacher bis mäßiger Wind aus Süd. Damit ist unsere Nachrichtensendung beendet. Es war soeben 19:04. NDR Verkehrsstudio Hamburg. Auf dem St. Pauli Fischmarktgelände stehen wegen einer Veranstaltung keine Parkplätze mehr zur Verfügung. Besucher werden gebeten, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Und hier noch eine vorsorgliche Information der Polizei in Niedersachsen. Morgen am Ostersonntag findet in der Braunschweiger Innenstadt von 7 Uhr bis ca. 13 Uhr das Radrennen rund um das Rathaus statt. Bereits ab 6 Uhr wird die gesamte Rennstrecke für den Individualverkehr gesperrt werden. Die Polizei bittet die Kraftfahrer und die Anlieger unbedingt, die Beschränkung für den ruhenden Verkehr auf der Rennstrecke zu beachten. Verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge werden abgeschleppt. Und hier sind wir wieder mit der internationalen Hitparade des Norddeutschen Rundfunks. So klar, direkt vom Plattenteller, ne? Und was noch aussteht, ist die Nummer 1 bei uns in den Top 20. Wie schon angekündigt, Nummer 1 gab es diesmal für die Gruppe Opus und den Titel Life is Life und hier ist er. We'll be right back.
Das also war die Nummer 1 der internationalen Hitparade des Norddeutschen Rundfunks an diesem Wochenende. Life is Life mit Opus. Und das gibt's das nächste Mal zu gewinnen bei uns. Fünf Maxi-Singles von Moti Special, Cold Days, Hot Nights, mit Originalautogramm. Außerdem gibt es 10 LPs von Fun Fun mit Originalautogrammen. Und 10 LPs von Ian Cusack, The Great Escape.